Tja, und es geht natürlich weiter. Als nächstes wird das hier untersucht. Guck mal, der hier ist offen und da ist immer noch eine Beschriftung. Der Schrank ist mit Inspektor Goodmans Fingerabdrücken gesichert. Inspektor Goodmans Schrank. Sind Sie sicher, dass der Schrank so offen stehen darf? Nun, es wäre sicher schwer, es wieder aufzubekommen, wenn wir es schließen würden. Es ist leer. Der Inhalt muss woanders hingebracht worden sein. Yep. Was ist das? Blut! Es ist schon ein bisschen älter. Aber das ist definitiv ein Handabdruck. Sieht aus, als hätte jemand versucht, ihn wegzuwischen. Herr Wright, was, wenn noch andere Blutspuren im Raum sind? Wir sollten das mit der Testflüssigkeit ausprobieren. Oh nein, das habe ich einfach vergessen. Präsentieren ist Blödsinn. Gerichtsakte. Sprühen. So. Ja. Ich wusste es. Das ist ein rechter Handabdruck. Was? Was ist, Inspektor? Dieser Schrank gehört mir? Ihnen? Bitte. Sie müssen mir helfen. Wenn Sie kommen und ihn mir wegnehmen möchten, versprechen Sie auszusagen, dass ich keine Fliege etwas zuleide tue. Das machen Sie doch für mich, oder? Nicht wahr, Junge? Das ist ein wichtiger Hinweis. Der muss auf den Platten eingezeichnet werden. Ich zähle auf Sie. Glauben Sie mir, Sie können der Polizei nicht trauen. Was? Aber Sie sind doch Inspektor. Da muss eine Menge Blut gewesen sein. So viel habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich bin kein Profi. Was denken Sie, Inspektor? Helles blaues Blut. Vielleicht war Inspektor Goodman ein Alien? Oh mein Gott. Das geht mir langsam in die falsche Richtung spielen. Das würde beweisen, dass vor dem Schrank tatsächlich etwas passierte. Ich vermerke das auf dem Plan. Hey, wenn Ihnen meine Meinung egal ist, warum haben Sie dann gefragt? Ja, das ist eine extrem gute Frage. Hier irgendwo. Ah, da war doch. Noch ein Handabdruck. Warum gibt es hier eine Reaktion? Es gibt keinen Grund, warum der Mörder dort den Schrank berührt haben soll. Das könnte von Bedeutung sein. Hey, das ist ja hochgradig interessant, Kleine. Was? Das da? Das ist Luminol-Testflüssigkeit. Wo hast du die her? Ja? Davon hätte ich auch gerne etwas. Ich leihe mir eben 50 Kröten vom Chef. Wo hast du das her immer? Ich bestell's mir bei dem Versand. Ich sollte das besser auf den Plan einzeichnen. So, das sollte eigentlich alles sein. Präsentieren. Mein allergrößter Erfolg, mein Meisterstück sozusagen. Aber Kunst wird immer missverstanden, Junge. Kunst? Er tanzte voller Stolz am Tag der Preisverleihung. Aber nach der Verleihung kamen und gingen viele Leute. Und die nahmen den Blue Badger einfach mit. Wirklich? Warum? Oh, sie sagten so etwas wie beschämend oder so. Beschämt? Ich habe Tag und Nacht geackert. Ich verstehe, Gumshoe. Aber ich kann auch verstehen, warum sie ihn weggenommen haben. So. Hier. Präsentieren. Inspektor Gumshoes Notiz. Goodmans Notiz und ein Sprungmesser. Ich wette, Edgeworth war am meisten überrascht von allen. Wegen der Verbindung zu SL9? Das war Herr Edgeworths erster großer Fall, wissen Sie? Vor 2 Jahren. Bei diesem Fall begriff die Welt, dass man sich vor Edgeworth in Acht nehmen muss. Aber warum tauchen die Beweismittel dieses Falls ausgerechnet jetzt auf? Ich glaube, es ist noch nicht vorbei, Junge. Vielleicht gibt es noch ein paar offene Enden in diesem Fall. Kann ich wieder was Neues reden? Bin ich mich hier? Ja, wusste ich doch. Fall der SL9. Mann, bei dem Fall war ziemlich viel Gewalt im Spiel. Gewalt? Also Mord? Ein Serienmord? Ein Serienmord?
vielleicht halte ich mich doch besser aus den ganzen Sachen raus. Aus der ganzen Sache. Aber der Mörder machte einen Fehler und Herr Edgeworth baute seine Strategie darauf. Und das war vor 2 Jahren. Dadurch gelangte Herr Edgeworth ins Rampenlicht. Und die Gerüchteküche brodelte. Gerüchte über gefälschte Beweise. Mit dem Transfer neulich sollte alles ein Ende haben. Das war der letzte Job, den er machte. Ich meine Inspektor Goodman. Hä? Wie meinen Sie das? Inspektor Goodman war der Ermittler im Fall SL9. Ach so. Das Springmesser. Das Opfer holte das Springmesser selbst aus dem Beweisschrank. Wie lange habe ich noch? Ja, noch 43 Sekunden erst weg. Gut. Untersuchen. Was machen eine Säge und Farbe hier? Seit Anbeginn der Zeit steht wahre Kunst im Kampf mit der Unterdrückung. Wahre Kunst? Mir ist die blaue und gelbe Farbe dort aufgefallen. Vielleicht ist dies der Entstehungsort des Blue Badger? Nun, man könnte dies als mein Atelier bezeichnen. Hier? Im Beweisraum? Oh, ah. So, jetzt kommen wir erstmal raus zum Wachraum. Hier ist wieder der Marshall. Und jetzt präsentieren wir ihm Goodmans Ausweis. Sehen Sie das hier? Das ist der Ausweis des Opfers. Ah, der wurde doch in der Parkgarage gefunden, oder? Die Nummer darauf ist 5842180. Wachtmeister Marshall, zeigen Sie uns bitte die Nummer im Ausweisverzeichnis. 5842180. Sehen Sie die vierte Ziffer? Das passt perfekt. Sie wurde um 17.14 Uhr benutzt, unmittelbar vor dem Mord. Was wollen Sie? Es gibt auf der ganzen Welt nur eine einzige solche Karte. Also, als der Mord passierte, war Inspektor Goodman im Beweisraum. Moment mal, was hat Wachtmeister Meekins gesagt? Ich kam in den Beweisraum und fragte den Mann nach seinem Ausweis. Sie fragten Inspektor Goodman also nach seinem Ausweis? Und wie reagierte er? Das ist es ja, auf einmal kam er mit einem Messer auf mich zu. Wenn er einen Ausweis gehabt hätte, warum hätte er Wachtmeister Meekins dann mit einem Messer bedrohen sollen? Na schön, Compadre, Sie haben gewonnen. Dann kann ich Ihnen wohl das Ausweisverzeichnis geben. Ja, ja. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollte ich diese Liste andere Leute hier zeigen, die Ausweise haben. Nicht Beweise, Ausweise. So ähnlich wie Ausweisen. Beweisraum. Präsentieren. Der Beweis soll eigentlich jetzt ganz hier hinten sein. Ja, präsentieren. Können Sie sich das mal ansehen? Das ist der Ausweis der Person, die am Mordtag hierher kam. Ah, ich habe die Gerüchte gehört. Demnach kam Goodman zur Tatzeit hierher. Wow! Was ist? Die zweite Nummer. Das ist nicht Ihre Dienstnummer, Inspektor Gumshoe, oder? Herr Edgeworth! Was? Die zweite Nummer auf dieser Liste gehört zu Herr Edgeworth. Was? Was? Warum hätte Herr Edgeworth zum Beweisraum kommen sollen? Hey Junge, schauen Sie auf die Uhr. Müssen Sie irgendwo hin? Herr Edgeworths Anhörung sollte bald durch sein. Ich werde meinen Tagesbericht abgeben. Irgendwie sieht das eher aus wie... Ja, so Bestelldienst-Zettel, ne? Vielleicht hilft er ja, wissen Sie? Maus, hack nicht rum. Bericht, Sie meinen die Notiz auf der Rückseite dieses Flyers? Ich hatte recht, da steht nur, keine Probleme. Hey, es geht hier um Edgeworth. Ich bin sicher, er kann mit so einem Bericht was anfangen. Ich glaube an ihn. Wer braucht schon Feinde, wenn man so gute Freunde wie Inspektor Gumshoe hat? Ich bin weg, Junge. Bis später. Vielleicht sollte ich mir auch anhören, was Edgeworth zu sagen hat. Schnöd.